Okay, liebe Leute, im heutigen Video geht es mal um die aktuellste Version vom TDS NXI. Ich habe eine Testversion bekommen von dieser neuen Pro-Upgrade-Version, ja, wo auch Navigraph zum Beispiel integriert werden kann. Das heißt, wir können uns jetzt hier im Garmin über den Navigraph-Hub auch die aktuellsten Navigraph-Daten reinholen und auch Karten anzeigen lassen. Ja, so dass, wenn ihr Navigraph habt, die Datenbanken eigentlich dann auch zum Beispiel zwischen dem Flugsimulator und dem Garmin übereinstimmen und solche Geschichten. Wir demonstrieren das Ganze heute in der Sierra C24R in Verbindung mit dem G3X von Working Title. Da gab es ja auch vor einer ganzen Weile schon ein Update. Bin nie wirklich dazu gekommen, das großartig zu testen. Und TDS hat auch extra, ich sag mal, eine Kompatibilität hergestellt zwischen dem TDS NXI und dem G3X, sodass der Flugplan, den wir hier zum Beispiel in den Einheiten eingeben, ordentlich auch im G3X übernommen wird und der Autopilot das Ding auch ordentlich abfliegt. Und wir werden einen IFR-Flug machen, mehr oder weniger, und eine ILS-Landung. Und dann kann ich gleich auch nochmal zeigen, wie man hier dann den Kurs einstellt, denn zum Beispiel das G3X ist eins der Garmins, welches den Landekurs nicht automatisch einfach aus der Frequenz übernimmt. So sieht es jedenfalls erstmal aus in meinen Tests hier. Wir stehen in Westchester. Und fliegen hoch nach Stewart. Also ein ganz kurzer Flug. Es geht einfach nur darum, mal kurz das zu demonstrieren, ja, wie man einen Flugplan eingibt und wie wir dann ins ILS übergehen. Und wir geben die beiden Punkte, oder ich sag mal den und die beiden Punkte geben als Wegpunkte ein. Das reicht aus zum Demonstrieren. Damit fangen wir auch an, ja, mit dem Flugplan. In der Sierra ist es so, dass die Helligkeit hier unter anderem an diesen Knöpfen mit dranhängt, ja, von den Einheiten. So. Wir klicken die erstmal durch, bis sie ready sind. Und hier lasse ich einfach nachher Terrain an und hier gehen wir den Flugplan ein. Flugplan. At Waypoint. Da gibt es auch kein At Destination oder At Origin oder so. Das sind alles Wegpunkte. Das wird irgendwie alles als Wegpunkt bezeichnet. Also KHPN. Unser Abflug. Ja, Enter. So, da hat er jetzt irgendwie einen Fehler gehabt im Flugplan. Ja, ich gucke nochmal, ob ich den nochmal kurz zurücksetze, den Flugplan. Delete. Yes. At Waypoint. Und nochmal. KHPN. Jetzt haut's auch ordentlich hin. Waypoint Mikal. Dann Fahrern. Und dann gehen wir schon den Zielflughafen ein. Das ist KSWF. Enter. Und wir suchen hier gleich den Approach raus. Ja, über Load Procedure. Kann man natürlich auch en route machen, also wenn man unterwegs ist, aber da ist eine kurze Strecke, jetzt lade ich das hier gleich rein. Approach. Wir nehmen die ILS 27. Und wir nehmen als Transition Vektoren. Das heißt, wir werden nachher aus dem letzten Wegpunkt über den Heading-Modus so tun, als ob wir vom Airport Vektoren bekommen. Ja, das kann man auch mal schon mal durchspielen. So, dann Load Approach. Und dann werden wir uns auch gleich mal die Karte aufrufen. Back. Hier hinklicken, ja, auf Stewart klicken, Load, nee, View Charts. Die Verknüpfung mit Navigraph muss übrigens über die TDS-App geschehen. Also das passiert ja nicht im Garmin, sondern außerhalb in diesem Zusatzprogramm, ja, nur als Information. Und ich rufe mal die Approaches auf. Das ist der falsche, wir wollen den hier, ILS 27. Und wenn ich den jetzt einmal aufgerufen habe, dann merkt er sich das auch, dass wir auf dieser Karte sind. Ja, hier sehen wir die Frequenz, den Kurs,
das Profil halt eine übliche ILS-Karte. Da gehe ich jetzt nicht großartig drauf ein. So. Dann für den Flug gehe ich jetzt auf die Map. Dann können wir hier unten umschalten, ja, CDI kennen wir, ne? GPS, Vlog und zur Not auch Vlog 2. Wir haben das jetzt, TDS hat es inzwischen wirklich so geprogrammiert, dass das wirklich mit dem Garmin hier auch wirklich gekoppelt ist, ja, mit dem G3X, sodass die also beide umschalten, ne? Und wir wollen ja zunächst dem Flugplan folgen, das heißt, wir bleiben erst auf CDI, Entschuldigung, auf GPS. Mikal ist der Wegpunkt, das passt alles als Höhe. Ja, hier unten seht ihr im G3X immer auch, was der Knopf entsprechend macht. Ne? Also der äußere Knopf dreht zum Beispiel die Höhe hoch. Ja, wir gehen mal so auf 2500 Fuß, da kommen wir sicher über die Berge rüber. Und das macht das gleiche wie der Knopf, ja. Ist halt gekoppelt. Und damit haben wir jetzt erstmal soweit alles eingestellt. Den NAV-Modus schon mal anmachen. Den vertikalen Speed-Modus mache ich schon mal an. Wir gehen mal auf eine Steigrate von 800 Fuß. So. Dann brauche ich nur den Autopiloten anschalten, dann müsste das automatisch gleich alles funktionieren. So, Flaps sind gesetzt. Sky Dolly muss ich noch schnell starten. Zack. Okay. Den machen wir nochmal an. Lichter scheinen alle richtig zu sein. Treibstoffselektor steht auf links. Sterne für den Start mal jetzt um auf rechts. Weil wir schon eine ganze Weile hier rumgeeiert oder rumgestanden sind. Und dann geht's los. Gelber Punkt kurz aus. Parkbremse lösen. Ja, wir tun jetzt so, als ob das wirklich ein angemeldeter IFR-Flug ist, weil die VFR-Bedingungen sind nicht gegeben unbedingt hier. Fahrwerk rein. Beschleunige noch ein bisschen. Also ich fliege noch ein bisschen manuell, um erstmal noch ein bisschen zu beschleunigen. Flaps rein. Und IFR fliegen heißt auch nicht unbedingt mit Autopiloten fliegen. Ne? Also man kann auch manuell fliegen, IFR. Hauptsache, man hält sich dann an den eingereichten Flugplan und funkt halt auch entsprechend. So, das ist ziemlich gut jetzt. Autopilot an. Ja, er übernimmt gleich das, was ich vorher eingestellt habe, ne? Also GPS-Flugplan, Vertical Speed. Und das ist aber jetzt nicht neu. Ich erkläre es nur nochmal. Ja, beim GPS-Flugplan jetzt in diesen ganzen neuen Garmins im Flugsimulator, also nach den ersten Updates, man muss schon so ein bisschen auf einem Abfangkurs von einem GPS-Flugplan sein. Ja, wenn ich jetzt in die andere Richtung gestartet wäre, dann hätte ich nicht einfach GPS aktivieren können. Der wäre dann immer weiter in die Richtung auch geflogen. Ne? Ich hätte dann drehen müssen, bis ich hier auf den Ast so einen Abfangkurs habe. Ja, das müsst ihr noch beachten, ne? Falls ihr irgendwie mal in die andere Richtung fliegt oder irgendwie sowas. Und es ist mal ein bisschen zu viel Regen. Ich stellen wir das, glaube ich, noch ein klein bisschen runter. Von der Sichtbarkeit her einfach. Dass wir zwar schlechte Sicht haben, aber nicht ganz grau. Das so, oder? Kann man ein ganz bisschen was erkennen unten. So, wir kommen langsam auf unsere eingestellte Höhe drauf zu. Fängt an zu blinken. Passt alles, er geht dann auch automatisch in den Haltemodus über. Das ist jetzt alles nichts Neues.
Ein bisschen Power raus. Nur noch auf 22 Manifold Pressure, ein bisschen Sprit sparen. Propeller ein bisschen runter. Ansonsten muss ich halt wirklich auch einräumen, dass ich das 750er NXI wirklich ganz, ganz selten benutze. Ja, auch das von PMS nutze ich ganz, ganz selten. Also zumindest nicht mit irgendwelchen speziellen Funktionen. Daher kenne ich mich an sich mit der Bedienung von diesen Geräten auch nicht wirklich so extrem gut aus. Ja, ich kann damit meinen Flug absolvieren, Flugplan eingeben und so weiter. Aber da sind noch so viele Zusatzfunktionen drin, die ich alle selber auch noch nie, glaube ich, großartig ausprobiert habe. Das TDS NXI ist ja eigentlich ursprünglich wirklich auf der originalen Trainerversion basierend, ja, und hatte ja auch immer bloß diese Trainerversionsdatenbank mehr oder weniger, ja, und durch die Integration mit Navigraph können wir jetzt wirklich die Datenbanken auch synchronisieren, ne? Also dass wir im TDS wirklich die gleiche Datenbank haben wie im Flugsimulator. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Und die Integration der Navigraph-Karten an sich natürlich auch mega cool. So, der erste Wegpunkt. Okay, ich habe ein paar Sachen ausgeschaltet, die hier so standardmäßig eingestellt sind, wie zum Beispiel automatischer Zoom. Ich habe auch die ganzen Airspaces ausgeblendet, mehr oder weniger, ja, außer unter 3000 Fuß. Der Rest interessiert mich momentan gar nicht. Wo waren das mit dem Auto? Hier, Auto-Zoom habe ich zum Beispiel ausgeschaltet. Ja, North-Up. Und North-Up, Above, einer bestimmten Reichweite. Das sind alles so Optionen, da kann man sich aber in Ruhe auch durchwuseln. So, wir gucken jetzt nochmal in die Karte rein und gleich nochmal die Frequenz ab, weil so weit ist es ja eigentlich gar nicht, ne? Dann nur ein kurzer Flug. Wenn ich hier rüber gehe, okay, dann merkt er sich nicht die Karte. Wenn ich hier View Charts klicke, dann ruft er die Airport Chart auf. Okay, und wenn ich über... Ich gehe mal direkt über Charts. Hier merkt er sich die Karte, die ich vorhin geladen habe. So rum ist das gewesen. Okay. So, Frequenz 119.95 ist sogar schon richtig eingestellt. Ansonsten ganz normal, ne? Einfach switchen und gegebenenfalls hier push, push, push und wie einstellen, ne? Dann Frequenz 27. 272 muss ich mir merken, wenn ich nachher umschalte. Das kann ich jetzt, glaube ich, noch nicht reindrehen, weil wir sind im GPS-Modus. 272. Wir können das mal so lassen. Dann rufen wir uns hier kurz die Karte auf. Der Flugplan ist übrigens getrennt. Also wenn ich hier einen Flugplan eingebe, ist er hier nicht mit drin. Das ist eine eigene Einheit. So, den Punkt sehe ich aber hier auf der Karte. Ja, Fahrern ist noch ein klein bisschen. Es sind noch 2,2 Meilen. Und den Heading Bug kann ich auch schon mal rüberdrehen. Gegenkurs von 272 ist 88, 92, Entschuldigung, 92, zack, ja, wir tun so, als ob wir einen Vektor bekommen, erstmal, ja, in die Richtung zu fliegen und dann einen 90 Grad Cut zu machen, so spielen wir das jetzt mal durch. Wir sehen hier nachher auch unser Flugzeug drauf. Na, hier ist es schon wieder jetzt ein bisschen aufgelockert. Ich habe halt nur ein Wetter-Preset, ne? So, jetzt drehen wir quasi
von unserem Flugplan hier rein und wir müssen die Prozedur übrigens von Hand aktivieren, fällt mir ein, ja. Prozedur Activate und dann switcht er automatisch schon um auf Localizer-Modus und geht in den Rollmodus. Wir wollen jetzt den Heading-Modus aktivieren und können jetzt hier den Kurs einstellen. Ja, das ist dann 2. Da habe ich den Luftdruck verstellt, der kleine. Das ist ja 272. Das ist auch nicht unbedingt notwendig für den Autopiloten. Ja, der Autopilot wurde dem Localizer auch oder würde dem Localizer auch gut folgen, wenn das hier falsch angestellt ist. Das ist rein für uns als visuelle Hilfe, ne? Dass wir nicht denken, dass wir irgendwie falsch fliegen oder so. Aber der Localizer sendet nur ein Signal und das würde der Autopilot auch alles so richtig erkennen. Ja. Localizer ist eingestellt. Wir sind noch ganz schön weit weg. Ich glaube, ich fliege noch ein bisschen eher auf einen... Wir kriegen mal erst noch so einen Vektor ein bisschen in die Richtung, um dichter ranzufliegen. Machen wir es mal so. Ach, hier hat er sogar direkt das Overlay. Das ist ja auch geil, dass wir direkt in der Map das Navigraph-Overlay haben. Das ist ja auch cool. Das habe ich vorhin gar nicht gemerkt. Im Testflug. Das ist ja auch cool. Das ist ja richtig geil. So, Popoff ist, glaube ich, der Punkt mit 2500 Fuß und Molin war der Fuß, der Punkt mit 3000 Fußhöhe. Da gucken wir nochmal ganz kurz in die Karte rein. Ja, Popoff ist 2500 Fuß. Das wäre so unser Punkt, wo wir die Gleitslope schneiden. Da würden wir uns die Vektoren jetzt mal so legen. Das heißt, wir können schon wesentlich, können schon fast 90 Grad auf den Localizer quasi gevektort werden. Nehmen wir nicht ganz 90 Grad. Das mal so, es reicht schon. Temperatur müsste eigentlich warm genug sein, sodass wir eigentlich keine Eisgefahr haben, wenn es regnet. Hat der überhaupt irgendeine Anti-Eis-Maßnahme? Carpet hat er, ne, glaube ich, die Sierra. Oh, der hätte, glaube ich, nicht mal Carpet. Okay. Gut zu wissen. So, und jetzt vektoren wir uns genau 90%, 90 Grad. Das war verkehrt. Grad. Ich komme auf den Baro-Knopf. Ja. Zack. Mein Wetter-Preset hat Standardluftdruck, ja, deshalb steht bei mir auch 992. Da kann man Approach schon aktivieren. Und dann wird er den Localizer einfangen. Das klappt aus einer 90-Grad-Kurve auch wirklich ganz gut. Also der überschießt nur minimal. Wir haben ja jetzt keine großen Geschwindigkeiten drauf. So, wir nähern uns dem Localizer. Ich würde mal schätzen, wir sind jetzt noch so 3 Meilen entfernt. Oh ja, 4 Meilen. Pi mal Daumen. Und ich schneide jetzt mal noch ein bisschen mehr an. So, Pi mal Daumen, ja. Jetzt für die Landung wechseln wir wieder zurück auf den linken Tank. Lichter sind alle noch an.
passt, Frequenz stimmt, Kurs stimmt, Localizer ist gearmt, Gleitslope ist gearmt, Sicht ist relativ schlecht, ja, so wollte ich das haben fürs Video. Perfekt. Na, wir können durchaus noch ein Stück anschneiden. Also noch ein bisschen schräger kommen, ne? Wir sehen ja auch schön den Pfeil. Kann man optisch machen, ohne irgendwie da großartig raten zu müssen. So, ich schiebe den Propellerhebel schon wieder nach vorne. Bisschen Power raus. Jetzt müsste sich das gleich anfangen zu bewegen. Visual. Ne, wir wollen ja keinen Visual Approach, wir sind auf ILS. Ja, fängt der eine Localizer. Noch 3 Meilen bis Pop-Off, dann müssten wir theoretisch die Gleitslope einfangen. Funktioniert bis jetzt alles so, wie es soll. Ah, frei. So, Gleitslope ist aktiv. Kommt runter. Ich schalte hier mal kurz auf Traffic nicht. Ich wollte eigentlich das haben. So, aber wenn wir uns auf dem ILS befinden, sollte eigentlich nichts im Weg sein. Das wäre sonst ziemlich blöd. So. Light Slope. Fängt er ein, fängt an zu sinken, ich nehme ein bisschen Power raus. Das soll nicht zu schnell werden. Also nicht mehr zu viel beschleunigen. Ich warte mit Konfigurieren aber noch ein ganzes Ende. Ja, 6 Meilen sind es noch. Ich sag mal so weit 3 Meilen. Das sollten wir konfiguriert und stabil sein. Das sind so die Voraussetzungen in unter IFR-Conditions, ja. Wo wir jetzt schon wieder fast in VFR-Condition sind. Dann machen wir es ganz langsam. Bisschen Power raus. Was ist die Warnung fürs Fahrwerk? Fahrwerk raus, Flaps 1. Ich werde mal mit dem Vollkonfigurieren trotzdem warten bis kurz vor der Runway, weil wir sonst extrem langsam werden und viel Power brauchen. Ich würde schon bei 85 Knoten im Approach bleiben wollen. Was ich jetzt aber mache, ist den Autopiloten abschalten und den Rest von Hand fliegen. Kann mich ja weiter am Flight Director orientieren, ist ja alles trotzdem weiter aktiv im Hintergrund.
Flaps 15. 15 Grad. Und die anderen beiden Flaps haue ich erst raus, wenn wir wirklich ganz weit unten sind. 500. Jawohl. So, Flaps 20. Jetzt lasse ich Geschwindigkeit auch ein bisschen abbluten langsam. Flaps full. Dann kommen wir so mit 75 über der Schwelle, ne? Das passt ganz gut. Langsam Power off. Sehr gut. Gut, Leute, das soll es auch schon gewesen sein. Wir sind gut gelandet und alles das, was ich testen wollte, hat auch gut funktioniert. Es ging hauptsächlich darum, die neue Pro-Variante ja vom TDS NXi zu testen mit der Integration von Navigraph und auch mit der Kompatibilität und der Zusammenarbeit mit dem G3X von Working Title. Das klappt also so, wie es mir auch mitgeteilt wurde und wie es beworben wird. Und das oder die Pro-Version kann man einmal als Upgrade kaufen. Ja, wenn man vorher die normale TDS NXi Version hatte, dann kostet das 25 Euro. Und wenn man das TDS NXi noch nicht hat, dann würde jetzt die komplette Version 65 Euro kosten. Und man darf das jetzt auch nicht unbedingt mit der kostenlosen Version vom PMS GTN 750 vergleichen, weil da ein Haufen Features fehlen. Wenn man wirklich einen Vergleich darstellen oder ja, ziehen möchte, dann müsste man das TDS NXi wirklich mit der Premium Version auch vom GTN 750 vergleichen. Und auch die Premium-Version vom GTN 750 kostet entweder jährlich 20 Euro oder als Einmalzahlung 50 Euro. Welches von den beiden Add-ons jetzt wirklich besser ist, in Anführungszeichen, oder realistischer, vermag ich nicht zu beurteilen. Ja, absolut nicht. Da fehlt mir einfach die Fachkenntnis für diese Geräte. Ich kann halt nur sagen, dass ich immer gelesen habe, dass das TDS NXi wirklich auf der originalen Trainer-Variante basiert. Und ich gehe daher davon aus, dass zumindest das TDS NXi wirklich fast 100% 1:1 umgesetzt ist. Ja, und mehr kann ich da nicht beurteilen. Ansonsten muss man beim TDS NXi beachten, dass halt nebenbei auch ein Programm laufen muss, ja, neben dem Flugsimulator. Das wird eigentlich über die Echse vom Flugsimulator, also die Echse XML, automatisch mit gestartet, wenn das alles richtig installiert ist, und wird vielen Leuten vielleicht gar nicht auffallen. Aber es ist eine Geschichte, die sollte man beachten. Und das hat man zum Beispiel beim PMS GTN 750 nicht. Ja, das ist noch so ein kleiner technischer Unterschied.
Ansonsten, liebe Leute, am Ende dann wie immer der Hinweis auf unseren JD Community Discord Server für den Microsoft Flight Simulator. Wir haben inzwischen mehrere tausend Mitglieder, wir haben ein merkwürdiges Supporter-Team, mehrere Tech-Support-Kanäle. Und ich kann euch noch wie immer anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen zu oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt das jetzt auf den Discord. Man kann an meinen Augen wesentlich besser helfen als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch auf dem Discord aber auch einfach nur mit anderen Leuten austauschen, rumchatten oder unsere Voice-Kanäle nutzen. Den Link zum Discord findet ihr auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht so ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder ein Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch für mal einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!